Ein herzliches Hallo von Online Football Academy. Mein Name ist Gerhard Waldhardt, bin Co-Trainer Videoanalyse beim Spuse SQ in St. Pölten. Ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen zum weiteren Teil Videoanalyse. Wie strukturiere ich mein Videomaterial und wie werte ich es aus? Wichtig ist zu sagen, dass oder entscheidend ist die Beobachtungsschwerpunkte. Was heißt das? Im unteren Amateurbereich werden wir uns natürlich nicht ins feinste Detail alles analysieren. Nein, wir werden uns wahrscheinlich an positive Szenen erhalten und an verbesserungswürdiges Material. Wichtig dabei ist im höheren Amateurbereich, dass wir dann schon auf unsere Mannschaft eingehen, wie zum Beispiel, wir haben ein Spiel mit dem Ball, Spiel gegen den Ball, wir haben eröffnet, wir haben uns im Pressing verhalten und. Und natürlich auch den Gegner im Fokus legen. Wie zum Beispiel, ja, wird der Gegner eröffnet, wie spielt er, in was für einer Formation spielt er, gegen den Ball, mit dem Ball und dergleichen. Wenn du solche Videos machst, dann ist es wichtig, dass du das natürlich strukturierst. Strukturierst, das heißt natürlich, was will ich meinem Spieler zeigen. Zum Beispiel umschalten, defensiv. Da können wir zum Beispiel immer wichtig in Spielphasen abbilden. Was heißt das für den Einzelnen? Das heißt, der Spieler soll erkennen, dass eigentlich alles ineinander greift, jede Spielphase. Nehmen wir her, wir waren zuvor im Ballbesitz, haben den Ball gehabt und haben den dann verloren. Dann müssen wir natürlich analysieren, wie ist der Ballbesitz abgesichert gewesen? Wie war die Positionierung? Wie war die Raumaufteilung? In weiterer Folge können wir dann schauen, okay, kommen wir wieder in das Gegenpressing rein, sprich erobern wir den Ball wieder. Wenn nicht, wie verteidigen wir? Fallen wir tief, fallen wir trichterförmig, wie auch immer. Das heißt also, der Spieler muss die Spielphase sozusagen innerlich aufsaugen, um zu wissen, was da genau passiert, warum da was passiert. Und das muss man einfach plakativ machen. Und dahingehend braucht man Struktur. Ich für meine täglichen Arbeit habe natürlich mir eine Struktur gebildet, weil wir uns natürlich im Trainerteam austauschen, was ist für uns wichtig, was will der Trainer sehen, wie zum Beispiel, ja, umschalten Offensive, umschalten Defensive, kontinuierlicher Spielaufbau, wir öffnen das Spiel, wir haben das Spiel Übergangsspiel, wie spielen wir im letzten Drittel, das Ganze nutzen wir natürlich auch auf den Gegner um, um natürlich dann noch weiter in die Tiefe zu gehen. Wichtig dabei ist, nicht lange Szenen machen, sondern ich aus meiner Erfahrung sage einfach 15 bis maximal 30 Sekunden die Sequenz oder die Spielphase, damit der Spieler das aufnehmen kann. Die Spielphasen sollen natürlich nicht 10, 15 oder 16 Spielphasen, nein, ich nehme einfach das, was mir wichtig ist, nicht mehr außer, damit ich summa summarum dann eine Besprechung habe für 12, 13, 14 Minuten, weil länger ist natürlich die Aufmerksamkeitsphase des Spielers auch nicht gegeben, beziehungsweise sie langweilen sich sehr damit, wenn es zu lange ist. Wichtig ist auch der Inhalt, das heißt also ich natürlich in der Mannschaftsbesprechung sage natürlich, was haben wir heute vor? Heute haben wir zum Beispiel die Standardsituationen auf den nächsten Gegner hin. Am Wochenende steht bei uns zum Beispiel der WEC am Programm. Wie spielen sie die Eckbälle defensiv? Defensiv heißt, wie stehen sie? Stehen sie in der Raumdeckung? Stehen sie in der Manndeckung? Ist das eine gemischte Deckung? Oder zum Beispiel, ja, wie sind die Eckbälle offensiv? Das heißt also, wie eröffnen sie? Machen Sie es kurz, machen Sie es lang, kommt der Ball auf die kurze Stange, auf die zweite Stange. Wer läuft wohin, kurz, lang, Mitte, wie sicher da, um vielleicht im Nachschuss noch dazu zu kommen. Also, wie es merkt, es ist immer wichtig, dass man einen Faden, einen roten Faden hat in dem, was man tut. Ja. Natürlich, egal ob ich jetzt nur Standards analysiere oder ich analysiere nur einen einzelnen Spieler, wenn zum Beispiel individualtaktische Geschichte vorrangig ist, wie verhält er sich im 1 gegen 1, hat er genügend Raum oder ist er zu nah am Gegner oder ist es genau richtig. Also wirklich alles strukturiert aufbauen und nicht irgendwie durcheinander. Das ist ganz wichtig für uns selber und natürlich auch für die Mannschaft, um bei dem roten Faden zu bleiben und dann den Inhalt auch zu verstehen.
Wichtig ist also als Trainer, wenn ich sowas mache, und in weiterer Folge ist ja dann die Besprechung auch dann ein Thema, dass ich weiß, okay, was will ich machen, welche Szene möchte ich zeigen, und die Szene muss ich auch dann beherrschen. Das heißt, es kommen Fragen, Trainer, wie spielen wir, wenn die im 4-3-3 mit dem Ball spielen, oder wie machen wir das, wenn sie im Eckball gut spielen. Also ich muss immer eine Frage, muss ich immer beantworten können. Das heißt, ich muss mir immer Lösungsmöglichkeiten schon auch strukturiert durchdenken, um den möglichen Wissensdurst das Spiel auch im unteren oder höheren Amateurbereich stillen zu können. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, und die Online-Football-Akademie bedankt sich fürs Zuschauen.